Hallo, ich bin der Seban und wir sind heute hier im hessischen Friedberg und ich spiele heute Abend mit Stefanie Heinzmann und dachte mir, ich nehme euch mal einfach mit auf die Bühne. Also wir haben hier einen Bühnenaufbau, der erstmal so ein bisschen untypisch aussieht. Wir haben nämlich das Drumset nicht hier klassisch in der Mitte hinten, sondern wir haben uns dazu entschieden, das Drumset genau auf der anderen Seite von mir hinzustellen. Also er ist Stage Left, ich stehe hier Stage Right, ziemlich weit vorne. So haben wir halt den Vorteil, dass wir einen super Blickkontakt haben. Auch wenn die Stefanie vorne singt, sehe ich den Pat, unseren Schlagzeuger, immer. Er hat auch die MD-Rolle. Wir haben dann hier die Background-Vocals hinten in der Mitte stehen und links und rechts davon Gitarre und Bass. Also bei Stefanie Heinzmann habe ich den großen Luxus, ich kann mich als Keyboarder auf die Brot- und Butter-Sounds, also Hammond-Orgel, Piano, E-Piano-Sounds, also wie das Fender Rhodes, Wurlitzer, Klavinett, kann ich mich konzentrieren. Ich habe eine zweimanualige Combo-Orgel und habe als Main-Keyboard den Korg Kronos in 88-Tasten-Version und jetzt ganz neu, weil ich ihn ganz frisch bekommen, den Grand Stage, den Korg Grand Stage. Eine Besonderheit, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Was den Kronos besonders macht, ist, ich habe hier 9 verschiedene Sound Engines. Also ich habe eine sehr, sehr große Palette, eine große Auswahl an Sounds. Und für den Live-Einsatz gibt es hier eine Funktion, die heißt Setlist, also Setlist Mode. Die macht es halt besonders einfach, zwischen den Songs schnell zu wechseln. Ich habe hier ein Display mit 16 Schaltflächen, die habe ich benannt wie die Songs auch. Und ich kann hier während den Songs hin und her schalten, habe auch überhaupt keine Latenz zwischen dem Schalten und die Technologie, die Korg hier auch seit dem Kronos mitgegeben hat, die nennt sich Smooth Sound Transition. Das heißt, wenn ich zwischen den Sounds wechsle, dann wird der Klang, den ich davor hatte, nicht mehr gecuttet. Also ich kann hier wirklich mit dem Systempedal zum Beispiel einen Chord mit Piano liegen lassen, kann zum nächsten Sound wechseln, der wird nicht abgeschnitten und kann dann zum Beispiel zum Refrain, zum Chorus mit einem anderen Sound direkt spielen. Also hier wirklich blitzschnell umschalten zwischen den Sounds. Die Piano-Sounds sind hervorragend, die werden direkt von der SSD gestreamt. Ich habe hier Gigabytes an Soundmaterial, also ich kenne keine Workstation, die so authentische Pianos bietet wie jetzt der Kronos. Also sowohl live als auch im Studio nutze ich den Kronos sehr, sehr gerne. Man denkt jetzt, okay, im Studio kann man ja auch mit sehr, sehr vielen virtuellen Instrumenten arbeiten, mit Plugins. Ich weiß es aber sehr zu schätzen, da der Kronos A sehr, sehr gute akustische Pianos hat. Die Ansprache, also das Verhältnis zwischen Tastatur, Anschlag und dem Klang ist wirklich super abgestimmt. Ich habe kaum Latenz, also ich habe überhaupt keine Latenz fast beim Spielen. Und live läuft diese Maschine wirklich reibungslos. Ich hatte noch nie einen Ausfall. Ich kann zwischen den Sounds ohne Ladezeiten sofort wechseln. Und das macht den Kronos besonders. Ich habe nämlich, muss ich ehrlich gestehen, nicht so gerne einen Laptop auf der Bühne, weil das natürlich immer eine Risikoquelle ist. Da kann man sich ein Programm aufhängen, es kann irgendwas abstürzen, irgendein Treiber wird nicht richtig geladen. Das habe ich hier im Kronos halt nicht. Ich kann mich wirklich blind auf diese Maschine verlassen. Libraries sind in der heutigen Zeit wirklich eine wichtige Rolle. Also wir haben ja jetzt mittlerweile, wir reden hier von Gigabytes an Samples, also nicht mehr Megabytes, sondern Gigabytes. Ich habe hier eine Solid State Disk drin. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit, auch von Drittanbietern oder Korg-eigene Libraries zu installieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche ein bisschen mehr Auswahl an E-Piano-Sounds oder ich brauche bessere Streicher-Sounds, da gibt es wirklich von diversen Drittanbietern Libraries, die ich dazu kaufen kann, hier installieren kann. Und das macht den Kronos, finde ich, auch aus, weil ich nicht das Instrument kaufe und diese Sounds habe und das war's, sondern ich kann jederzeit weitere Libraries und Sounds dazu laden. Wir Keyboarder müssen tatsächlich in den meisten Fällen mit Kompromissen leben. Also wir können uns natürlich jetzt nicht erlauben, einen richtigen Flügel, ein richtiges Fender Rhodes, ein Wurlitzer, Klavinett, eine richtige Hammond. Das würde wirklich den Rahmen sprengen. Vor allem reden wir hier von Instrumenten, die sehr, sehr schwer sind. Die müssen immer gestimmt werden, gewartet werden. Und diese elektronischen Instrumente erleichtern das Ganze. Ich muss gestehen, ich war immer... Also beim Kronos gibt es ja den German Grand, den ich bisher immer geliebt habe und gespielt habe. Der kommt schon sehr, sehr nah dran an dieses Spielgefühl, an diesen authentischen Piano-Sound. Ich habe jetzt von Korg ein neues Spielzeug bekommen, also dieses tolle Instrument hier, Grand Stage, was ich heute hier auch zum ersten Mal auf der Bühne habe. Da haben sie es tatsächlich geschafft, nochmal eine Schippe draufzulegen. Also der German Grand, der ja bisher immer mein Lieblings-Piano-Sound war, wird jetzt getoppt von dem Italian Grand, der hier in diesem Grand Stage erstmals in einem Instrument steckt. Hier habe ich wirklich das Gefühl, dass ich
an einem richtigen akustischen Instrument stehe. Es ist immer gestimmt, es ist nie verstimmt und super mikrofoniert und der setzt sich auch sehr, sehr gut durch. Also nicht nur bei Solo-Stücken, sondern auch im Band-Kontext habe ich hier einen Piano-Sound, der sich immer super durchsetzt und ich habe ein sehr, sehr authentisches Spielgefühl. Technische Seite ist schon wichtig, da ich halt mit diesen ganzen Spielhilfen, also jetzt zum Beispiel hier beim Kronos, nicht nur der Pitch- und Modulation-Joystick, sondern auch hier dieses Rip-On-Feld oder hier dieser Vector-Stick, das sind alles so Spielhilfen und technische Möglichkeiten, die mir halt helfen, während dem Spielen den Klang nochmal zu modulieren. Also ich habe später dann auch mal so ein Synthesizer-Solo, wo ich dann halt auch diese Sachen verwende, wo ich dann Filter, Cut-Off-Filter einsetzen kann. Also diese Instrumente bieten technisch sehr, sehr viel, wobei ich gestehen muss, ich nutze wahrscheinlich 5-10% davon im Live-Einsatz. Also da geht es mir wirklich mehr darum, dass ich einen sehr, sehr authentischen Sound habe. Die Ansprache der Tastatur ist sehr, sehr wichtig. Aber diese technischen Möglichkeiten sind natürlich super, wenn man im Studio ist und wenn man da arbeiten möchte, dann hat man hier die Möglichkeit, den Sound komplett zu verfremden, zu modulieren, zu verstellen. Also die Möglichkeiten sind da. Das finde ich halt super. Was die Locations angeht, liebe ich tatsächlich Club-Atmosphäre. Also die kleineren Venues, 1000, maximal 2000 Menschen oder auch wirklich sehr, sehr klein. Da hängt es auch davon ab. Also wir spielen zum Beispiel hier bei Stefanie Heinzmann immer mit In-Ear. Wir haben einen sehr, sehr guten Monitormann, der mir auf die Ohren eigentlich, egal in welcher Location wir spielen, immer den gleichen guten Sound zaubert. Wenn man aber natürlich mit Wedges und Monitoren spielt, hängt die Location, also spielt die Location natürlich eine sehr große Rolle. In großen Venues, Stadion oder halt in großen Hallen, 10, 20, 30.000er Hallen, ist natürlich die Akustik komplett anders. Also ich bevorzuge lieber die Club- oder die kleineren Venues. Team Spirit ist hier bei Stefanie Heinzmann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Wir verstehen uns alle hervorragend. Ich bin jetzt noch neu dazu gekommen, aber alle anderen Instrumentalisten hier in der Band spielen schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen. Wir alle haben natürlich, was Musikgenre betrifft, natürlich Vorlieben. Also so Soul, R&B, Funk ist natürlich unsere Spezialität. Und ja, es macht großen Spaß. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und das ist dieses Zahnrad, was halt immer super funktioniert. Bei so Original Acts wie Stefanie Heinzmann ist man natürlich schon zu Hause darauf konzentriert, die Stücke wirklich gut vorzubereiten. Bei Covermusik ist das ein bisschen anders. Wir haben Anfang der Tour natürlich gemeinsam geprobt, mehrere Tage. Aber wenn das einmal sitzt und das Programm passt, dann brauchen wir die eigentlich nicht nochmal üben. Also dann passt das eigentlich. Und diese Routine kommt dann mit mehreren Shows. Umso öfter man zusammenspielt, umso besser klappt das auch. Aber mittlerweile haben wir so ein Level erreicht, wo eigentlich alles, ich würde mal sagen, blind funktioniert.